Ja, Leute, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Ja, wir haben heute genau dasselbe vor wie beim letzten Mal. Nebenquesten abschließen, eventuell die ganzen Scopes finden. Ich habe bei mir beim Browser eine Seite offen, die mir sagt, wo ich die finden kann, weil ich würde sonst Ewigkeiten suchen. Ich will nur diese Scopes auf jeden Fall finden, sage ich an der Stelle mal. Also normale Nachrichten wie diese Zettel, die werde ich jetzt nicht gezielt nochmal alle suchen. Aber ich will auf jeden Fall die ganzen Scope-Dinger mitnehmen, weil ich habe schon das Gefühl, dass die wichtig sind. Und apropos Scope, direkt hier hinter mir, das hatte ich letztes Mal gar nicht gesehen, liegt auch eins. Yo, Constant. Okay, Constant. Autophage. Autophagic or autophagy. Noun. Biological. Self-eating, devouring, consuming, feeding on. From the Greek roots meaning self and devour. Also autophagia. Noun. Physiology. Controlled digestion of damaged organelles within a cell. Also, impulse control disorder. Where the sufferer is compelled to bite themselves or auto-cannibalize. Okay. Wanna ruin some zombies' day? Then let's talk shop. So, bevor ich jetzt hier auf Suche gehe, ihr werdet es öfters haben, dass heute der Sound verschwinden wird. Das wird aber nur die Twitch-Gemeinschaft haben. Ich habe, wie gesagt, die Seite dazu offen. Und ich gucke sicherheitshalber, ob am Pier noch ein zweiter eben ist. Santa Monica Pier in der Funland Arcades Office. Hier ist noch ein weiterer. Funland, Funland. Hier so ungefähr muss ich auf jeden Fall einmal hin. Markiere ich mir. So, jetzt müssen wir die Einsatzstelle nach unserem vermissten Rettungsschwimmer Shane untersuchen. Das wird bestimmt ganz lustig. Mal gucken, ob wir Hinweise finden. War übrigens lustig, wie ich gespawnt bin, als ich das Spiel gestartet hatte. Statt da oben bin ich einfach hier an der Werkbank gespawnt. Also an dieser hier. Es könnte auch um das Gebäude herum sein. Hi. Ich glaube, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Einen aggressiven Typen. Du brauchst die Arme nicht und den Kopf auch nicht. Hau mal ab. Kabumjai! Lass mich doch mal in Ruhe. Muss an die Sachen von TJ. Mann, jetzt lass mich doch an die Sachen. Nice work, Shane, the lifeguard. Letzte Ausfahrt, Barbara. Ich habe eine schlechte Karte bekommen. Schlechte Karte, schlechte Karte. Vorgeltung. Okay. Lustig. Privatermittlung. Ich habe die Quest abgeschlossen. Hä? Ja, da kommt noch was. Moment. Ein zerknitterter Brief. TJ und Nell. Ihr habt das Treffen verpasst. Also, ist das mein letzter Versuch? Ich nehme mein Boot und verschwinde von hier. Ich werde hoch nach Santa Barbara fahren. Oder soweit es eben sein muss. Bis es sicher ist. Ich nehme dich auch mit, TJ. Auch wenn du ein riesen Arschloch bist. Niemand hat es verdient, lebendig verspeist zu werden. Ich werde bis Mittag am Yachthafen warten. Aber dann lege ich ab. Nell, ich hoffe wirklich, dass du kommst. Shane. Okay, der hat es wahrscheinlich lebendig weggeschafft. Okay, jetzt müssen wir einmal zu der Arcade. So, hier müsste jetzt ein Scope rumliegen, angeblich. Da haben wir auch tatsächlich eins. Okay, Constant, what's up?
Hallo? Okay, Constant. Constant. Constant mag nicht mit mir reden. Dann muss ich selber lesen. Die Wahrheit. Autophage? Nee, das haben wir. Hier, das hier ist es. Ich schau schon. Hier an Dr. Ruben vom B03. Reed, wir müssen reden. Die Zahlen können doch nicht stimmen. Uns fehlen Unmengen infizierte Biomasse. Setze nicht die militärische Säuberungsoption großzügig mit einrechnen. Uns fehlen etwa 1 Million Leute. Fressen die sich etwa gegenseitig? Das passt nicht zu unseren bisherigen Vektormodellen. Und da geht es um unglaubliche Mengen Energie. Einen höheren Anteil der Apex-Variante habe ich bereits ausgeschlossen. Die Population tendiert auch nicht in diese Richtung. Selbst wenn jeder einzelne Infizierte sich seine Apex-Variante entwickelte, würde das nur die Hälfte unseres Zielbestands ausmachen. Nein, wir übersehen hier etwas. Und das bereitet mir echt Kopfschmerzen. Rufen Sie mich an. Okay, in der Hinsicht fehlen uns noch 2 Nachrichten. Und hier noch 9. 4. Ja, und fehlen noch 15 Nachrichten von den Scopes. Ich weiß nicht, die Gehirne habe ich letztes Mal abgegeben, ne? Ich guck mal eben kurz, wo ich als nächstes nachgucke. Bei den Monarch Studios werde ich auf jeden Fall lange suchen müssen nach den Dingern, das sehe ich gerade. Ich würde sagen, als nächstes hole ich, also hier bei Helpern Hotel, da sehe ich die nächsten 2. Dann hole ich die als nächstes. Ja, mit der Munition. Okay, sofern jetzt hier nicht noch irgendwo eine Nebenmission auf mich wartet, sind wir hier fertig. Okay, jetzt habe ich hier wirklich nochmal die wichtigsten Plätze abgesucht und nichts gefunden, was auch nur ansatzweise schreibt Nebenquest. Ich kann allerhöchstens hier noch unterm Pier nachschauen. Help! Anybody! Please! We need help! Okay, gut, dass ich hier noch geguckt habe. Ich mach's mir einfach. Wieder. Einen Moment, ich packe mich eben kurz aus dem Bild. Gut, dass ich hier noch ein bisschen rumgeguckt habe. Thank you so much. I thought we were dead for sure. Oh. Hey, Bert. Oh, it's you. Cool, that's cool. The real hero has arrived. Oh. Oh. You don't look so good. No. No. Took a few knocks. I'll be fine in the morning. For now, though, you gotta get Rita to the lifeguard HQ. She'll be safe there. We'll all go. No, thanks. I'm good. I'm kind of busy getting back something I lost out here. You wouldn't get it. I wouldn't, huh? Try me. Right, fine. Just don't laugh. It's my torp. It's this rescue buoy I lost. Got caught on some zombie's leg and it's ended up behind the public toilets. Along with my mojo. That's it? We all need a lucky charm, man. You both head to Lifeguard HQ, I'll go get your torp. This is so not cool. But fine, fine. Whatever ends this embarrassment faster. Okay. Da unten ist wieder Gesellschaft. Ich kann gerade nichts werfen.
Sicher, dass du nur geschlagen wurdest? Das klingt zumindest nicht so. Hinter den öffentlichen Toiletten. Ach da. So, eine Kugel habe ich noch. Wer will die? Suche eine Rettungsboje. Kann doch nicht so schwer zu finden sein. Du wolltest die. Totally not suspicious. Ooh, I can feel the mojo. All done. Back to Lifeguard HQ. Ja, erstmal muss ich mich aber durchprügeln. Ich wusste, dass hier noch eine Nebenquest ist. Ich konnte sie halt nur nicht auf der Karte sehen. Und jetzt haben wir sie ja. Gut, dann haben wir hier auch alles abgeschlossen, was irgendwie wichtig ist. Sofern uns nicht eine weitere Suchmeldung hierhin zurückschickt. Ach, leck mich doch. Erstmal die anderen loswerden. Ja, genau, weil ich mich genau um den kümmern wollte. Warte, wo stand der Schreier? Verreck. So. Größtes Problem schon mal ausgeschaltet. Habe ich da jetzt ernsthaft keinen Klingenarm bekommen? Puzzle-Fan? Ach so. Das tausendste Zombie-Teil. Kabumsal. Ich kaufe gleich so oder so neue Munition. Hurt. It's all clear, man. Wie kannst du noch sicher da drin stehen? Naja, was heißt stehen? Er liegt da drin. Ich glaube wirklich, dass er gebissen wurde. Of course it's you. Saving me again. Look. Still no bites. But they sure pack a punch, don't they? Wieso lebst du noch? Hey, it's okay. I got your lucky charm. So much mojo. Hey. Look at that. My torp. But I don't think it's gonna help me now. Oh god. I shouldn't have left you. No, no. We're cool. You're what I'm supposed to be. I just wish I could be like I used to be. Uh,
Rita, did it work? Did she get out? She's safe. You saved her. You didn't need your float. Yeah. It worked this time. You're right. Yeah. I'm still a hero. That's really cool. Sorry. I think I need to close my eyes now. Goodbye, Bert. Mögest du in Frieden, Junge. Mögest du in Frieden, Junge. Mögest du in Frieden ruhen, Junge. Mögest du in Frieden ruhen. Zumindest einen konnte er am Ende noch retten. Hut ab, Junge. Ich glaube, hier sind wir jetzt wirklich fertig. Ich guck mal eben kurz auf die Karte. Sicher ist sicher. Der sagt mir immer noch eine Nebenquest. Was ist denn hier noch eine weitere Nebenquest? Also wenn da oben jetzt nicht eine neue Nebenquest aufgetaucht ist, dann weiß ich echt nicht. Ach, ein Glück, die Nebenquest ist da oben. Ich wollte schon sagen. Dann hätte ich echt nicht mehr gewusst, wo ich suchen soll. So, aber zuallererst kaufe ich mir jetzt neue Munition. Naja, kaufen ist gut. Irgendwie hat er kaum Munition für mich. Ich glaube, die Machete, die er mir gegeben hat, ist eine spezielle Machete, oder? Nee, ich glaube, ich habe gerade das, was ich von ihm bekommen habe, instant verkauft. Sein letztes Andenken. Gut, dass, dass ich damit so ehrenvoll umgegangen bin. Aber jetzt mal im Ernst. Er hat noch jemanden am Ende retten können. Allein dafür Respekt. Und das sogar ohne gebissen zu werden. Michael hat es ja nicht geschafft damals. You're one of those crazy types who actually enjoys going out there, aren't you? Good. I think I know where we can find a boat. I got no clue how to sail, but I can learn. How'd you find one? I was snooping around here when I came across paperwork of CDC security requesting a boat from the lifeguards. During the outbreak, no less. Seems suspicious. Why did they need their own boat unless they were up to something? They probably escaped in it. So what? Because I can find no indication that the boat ever left. I feel it in my bones. That boat is still on this beach. And if you follow the paper trail, you can find it. Your bones? Come on. What do they know about boats? Puh. You kids give up far too easily. If there's no boat, there's no boat. But if it's still on this beach, we can get out of Hele. Sure, I'll take a look. Weirder shit's happened. Die rote Flut. Bitte lass es. Ich weiß nicht wieso, aber die ist wirklich der anstrengendste Charakter in diesem Spiel. Okay, wieder dahin. Sehr schön. Let's see what I can find.
Okay, da haben wir, glaube ich, den ersten Hinweis. So Cooper had a friend. Hier ist Cooper im Wachdienst für die Kuppe. Wir haben vor ihm gesprochen, Dr. Huang. Ja, das ist korrekt. Was brauchen Sie? Ich wollte noch einmal darauf zurückkommen, worüber wir gesprochen haben. Haben Sie immer noch Angst vor Ihnen hier raus? Natürlich. Jeder Tag, den wir hierbleiben, ist Selbstmord. Sie haben diese Dinge doch gesehen. Wir kriegen da draußen niemals ein Heim hin. Wir wissen ja immer noch kaum, was die alles können. Ich stimme Ihnen zu. Daher habe ich ein paar meiner Kontakte bemüht und glaube, dass ich etwas für Sie tun kann. Ich kann Sie bis morgen hier rausbringen. Ist das ernst? So schnell? Sicher, ich muss nur ein paar Dinge mit meinem Vorgesetzten besprechen. Aber Sie dürfen niemandem davon erzählen. Ihren Kollegen gefällt es vielleicht nicht, dass Sie eine Sonderbehandlung erhalten. Das verstehe ich. Nur eine Sache noch. Sie müssen im Ausgleich etwas für mich tun. Im Sicherheitslager befindet sich ein Objekt, das Sie für mich beschaffen müssen. Das wird nicht einfach sein. Nichts an dieser ganzen Sache ist einfach, Doc. Entweder das oder Sie kommen nicht nach Hause. Ihre Entscheidung. War nicht nett. In the CDC. Hier zeigt das nächste. Heißt? Zeit, die Biege zu machen. Meine Zukunft beinhaltet nicht, an irgendeinem Strand in L.A. zu verrecken. Eher in einem französischen Chateau oder einem Penthouse in Singapur zu chillen. Jake, genauso, Cop. Ich habe mich nicht verpflichtet, um Monsterfutter zu werden. Aber ich weiß echt nicht, wie dieser Plan funktionieren soll. Die MP lässt uns ja einfach nicht so hier rausspazieren. Deshalb brauchen wir eine Ablenkung. Einen Fuchs im Hühnerstall. Stell dir mal vor, jemand bei der Körperkontrolle leistet sich eine Fehleinschätzung und vergisst, einen Zombie zu callen, bevor er ihn eintütet. Das wird ein riesen Spaß, wenn sie ihn aufschneiden wollen. Spaß für wen? Irgendein Doc kriegt das Gesicht abgerissen. Wir oder die, Kumpel. Wenn du nicht beim Boot bist, fahren wir ohne dich. This Cooper wanted to get something past quarantine. Muss ich die alle in dem einem Raum finden oder auch da? Stupido. Du suchst dir gerade wahrscheinlich den Weg zu mir. Dann würde ich lieber gerne draußen mit dir kämpfen. Okay. Hier kommt gerade nichts. Als ob ich die alle jetzt in diesem kleinen Raum finden muss. Die Nachrichten. Da muss irgendwo noch eine sein. Wie immer auch unter den Tischen. Da! Tapetenwechsel. Wie ich höre, wollen Sie Ihren Wachdienst tauschen, ist das richtig? Ist das, Sir? Hab gehört, ein paar von den Jungs brauchen mal eine Pause von dem gruseligen Dienst. Was fühlen Sie im Schilde, Cooper? Es passt nicht zu Ihnen, sich um mehr Arbeit zu bemühen. Gar nicht, Sir. Das ist rein dienstlich. Ich habe ein neues Kapitel aufgeschlagen und ich kann mehr als den ganzen Tag rein und raus schicken. Jetzt werden Sie mal nicht drollig. Ich nehme sie beim Wort. Shaw hatte einen Zusammenbruch, nachdem er ein paar Experimente gesehen hatte. Das ist jetzt ihr Problem. Morgen 11 Uhr in der Hauptkuppel. Sie werden dem Doc dabei zusehen, wie er aufgeblähte Leichen zerschnipselt. Und darauf achten, dass sich niemand totstellt. Und glauben Sie ja nicht, dass Sie da drin irgendein Ding abziehen können. Was für ein Ding? Bei Ihnen muss man auch immer auf der Hut sein, wenn Sie in der Nähe sind, gehen Sachen verloren. Ich bin nur ein Opfer der Umstände. Habe ich jetzt Ihre Erlaubnis, schlafen zu gehen, Sir, oder trauen Sie mir auch nicht, dass ich meine Augen geschlossen hätte? Wegtreten, Klugscheißer. Shifts. Sneaky pals, Cooper and Dr. Huang. It all went down in the main dome. Wieso? Das wäre offen. Tschüss. So, zur Hauptkuppel. Hm.
Danke. Immer schön, wenn man sie beim Spawnen erwischt. Ach komm. You've been crawling around here long enough. Got what you deserved. Wangs Warnung. Textexemplar bewusst am Leben erhalten. Wird aufwachen. Vollständige Evakuierung veranlassen. Sagen Sie eure Security, es war Cooper. Er ist mit Ausrüstung und Proben auf der Flucht, hat ein Boot zwischen hier und dem Pier. Hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Wang. Okay, dann suchen wir jetzt ein Boot. Wo ich jetzt den ganzen Strand absuchen? Ich muss den ganzen Strand absuchen. Ich würde aber sagen, das Boot da vorne ist gemeint. Würde ich jetzt auf den ersten vermuten. Ist auch so 100% das einzige Boot, was ich jetzt hier instant sehe. Liegen bleiben. Und ich meine, gute Munition dafür. Ihr hattet noch Spaß beim Schwimmen, ne? Das hier ist definitiv Fratze. Cool, dass der Malmann hier aufsteht. Ist sonst noch irgendwo ein Boot? Irgendwie wird der gerade gebrutzelt. This one's going nowhere. What the loot? Maybe it's still here. Ich habe viel zu spät bemerkt, dass da irgendwas neben mir am Hochgehen ist. Bei Weitem zu spät. This one's going nowhere. The loot? Maybe it's still here. Warte mal. So, hab Spaß. Die Batterie hier ausschalten. Jetzt komme ich da gar nicht dran. So, jetzt lässt nicht mehr durch. Okay. Nope. Bin ja, um eine Kiste zu öffnen. Und ich habe durchgehend Gesellschaft. Mach ich mal die als nächstes. Wenn ich da. Bisher nicht. Hier, geht mal da hinten spielen. Gotta be here. Scheiß drauf, erstmal Kiste. Yeah, now that's what I'm talking about. Maschinenpistole des Trotzes.
Das war keine gute. Warte mal. So, dann werden zumindest die gebrutzelt. Und jetzt nutze ich das für mich aus. Mein Plan funktioniert wunderbar. Ich beobachte nur. Wer von euch Pennern? Oh. Töte Cooper und noch alles andere. Er ist ein Mutator. Und hat so viele Freunde. Ich habe größere Probleme als dich. Boah, ich muss erstmal das da ausschalten. So. Danach kann ich mich um alles andere kümmern. Da ist eine lila Waffe. Alter, ich hasse die Mutatoren, wenn sie Minibosse sind. Steter Wandel. Ja, danke. Gib mir mehr Max Gesundheit. Und wieder Standbild. Ständig diese Standbilder. Oh, of course. Just the ladies in a long line of disappointments. Just gotta keep at it. Every shot is another chance at making it. True. We all have to keep trying. We could all learn to be a bit more like you. Thanks. You hang in there, Senora. Ist schön, dass jetzt wahrscheinlich so mindestens 20% der Nachricht gefehlt hat, weil einfach wieder Standbild war. Ich hatte ständig bei dem Spiel. Ich weiß nicht mal, woran das liegt. Ich guck gerade. Okay, ich merke gerade noch was anderes. OBS hat gerade noch ein weiteres Problem. Gut, dass ich gerade mal auf den Stream gucke. OBS läuft gerade irgendwie nur mit 1 FPS. Ich gucke gerade, ob ich das Problem gelöst bekomme. Okay, jetzt sehe ich dann nichts mehr mit der Codierung. Ich weiß nicht, warum OBS gerade nur 2 FPS hatte. Ich behalte das ein bisschen im Auge. Ich merke auch, dass der Stream ein bisschen hinterherhängt. Also der ist, ihr habt eine echt massive Verzögerung. Es liegt bei mir an meinem Handy. Nee, es lag an meinem Handy. Ich habe da nämlich auch gerade mal kurz neu gestartet. Beim Pier sind wir jetzt fertig. Beim Venice Beach muss ich nochmal hin, weil da noch da sind 4 Scopes, habe ich in der Liste gesehen. U-Bahn und Hollywood Boulevard haben nur 1 Scope. Ich glaube, in der U-Bahn habe ich den sogar schon geholt.
Da muss ich aber noch andere Sachen holen, die Sicherungskästen. In den Kanalisationen hatte ich jetzt nicht gesehen auf der Seite, dass da noch Scopes sind. Ich gucke aber sicherheitshalber. Ich nehme auf jeden Fall erstmal das Halperin-Hotel im Angriff, weil da... Obwohl, nee, wir nehmen erstmal Ocean Avenue in Angriff. Eventuell wegen neuen Suchmeldungen. So, erstmal wegen Suchmeldungen gucken. Take some time at the bar. Haben wir schon mal eine. Nadja. Chica got bitten and now she wants me to find herself. All right. Jimmy hat eine Nebenquest für uns. Erstmal will ich hier nach Munition gucken. Weil das ist mein größtes Problem gerade. Ich wollte gerade direkt fragen, ob du vielleicht einen geilen Hammer im Angebot hast. Hast du aber nicht. Ich kann da eigentlich auch direkt auf die Liste gucken. Ocean Avenue. Ist da irgendwas? Es gibt 25 Scopes, steht hier übrigens. Ich weiß nicht, wie viele ich bisher eingesammelt habe, ist das Problem. Ocean Avenue gibt es 4. Es könnte aber sein, dass ich, abgesehen von einem, die schon alle eingesammelt habe. Na gut, ich wollte mich jetzt auch noch aus dem Bild packen, weil Jimmy was von uns will. Trouble in Paradise? Some of the guys just walked straight out of the hotel with half our food. And they tripped the fire alarm. It's gonna go off any minute. They've got the manager's pass that we need to stop it. Mierda, I turned my back for a second. Where the hell did it go? Something about the alley next to the bean cup. I think. You gotta go find them. I'll get Ava. Maybe she can fix the alarm before it broadcasts our location to every fucking zombie in LA. I'm on it. Hold the fort, all right, Jimmy? Mich würde gerade interessieren. Ah, in der Metro. Okay, da wollte ich eh demnächst nochmal hin. Wo ich schon bei Karte bin. Vier Suchmeldungsdinge sind das noch. Beim Beach muss ich nochmal hin wegen Scopes. Den Pier haben wir abgeschlossen, da muss ich nie wieder hin, sofern mich keine Suchmeldung hinschickt. Ich wäre tatsächlich dafür, dass wir zuerst das mit der U-Bahn machen, weil ich habe da eh vor, noch zwei Sicherungen zu verlegen. Dann kann ich direkt beides in einem machen. Enjoy the fresh air out there. Ich wäre dafür, dass wir erst die Suchmeldung da machen. Die verfolgen wir. So. Sie hat sich in der U-Bahn eingeschlossen. Nee, wir haben nur eine Sicherung vor uns, wenn ich das richtig sehe. Da will ich hin. Da wird auch noch irgendein Zombie sein wegen der Geldkassette. Alles, was hier hinten ist, braucht uns nicht die Bohne zu interessieren. Und den Scope haben wir definitiv schon abgehört. Ja, ist jetzt nur doof, dass ich kaum Munition habe. Muss ich mich mit Nahkampf erstmal ein bisschen begnügen. Find the numbers, open the door. Okay.
Leiter des Teils, ich wurde gebissen. Ich werde mich in der U-Bahn wegschließen. Mehr kann ich nicht tun. Wer meint, dass er das Zeug dazu hat, den bitte ich, mich zu suchen, um mir ein Ende zu setzen. Bitte. Ich möchte nicht zu so einem Ding werden. Okay. You've come to kill me. Das ist eine interessante Map. Finde die vier Zahlen, die ich hinterlassen habe, für den Chor zum Öffnen des Raums, in dem ich eingesperrt bin. There's a map and everything. No worries, Nadia. Jetzt muss ich in den Bereich vorher, wo die Schlachter auf mich warten. I got this. I smell a number. Eine Null. Gotcha. Just need the other three. Okay. Das wird eine interessante Suche. I think I'm getting close to a number. Okay, ich muss nicht selbstständig suchen, sie kriegt das auch selbst geschissen. Mich irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Dort sagte sie irgendwas mit einer Nummer. Alter Mädel, wie viel Zeit hattest du denn noch? One of those numbers should be nearby. Den zuerst, das ist gerade wichtiger. Dann kann ich mich um dich kümmern. Knew you'd be here. Okay, wo ist die nächste Nummer? Ich muss nicht den ganzen Weg zurück, ne? Ich glaube, ich muss den Weg zurück. Gotta be another one round here. Irgendwas, was mir einen Hinweis gibt, wo? Hab sie. Nice. One more and we got. Okay, hier in dem Raum wird wahrscheinlich keine weitere mehr sein. Ich habe dort eine gesammelt. Hier war eine. Und hier war eine. Höchstwahrscheinlich ist hier noch irgendwo eine. Warte mal. Diese Karte, die mit der Quest verbunden ist. Die sagt mir doch sogar an, wo ich hin muss. Okay, in einen der Waggons. In der Mitte der Karte. An der Decke. Ich habe die Nummer gesehen. Das ist aber auch ein Rad ab. Just gotta open the door. I wonder if she really went through with it. Ade, ich mach's mir leicht. Nearly there. So, Nadja, dann erlöse ich dich mal. Ah, crap. Halt die Klappe! So, in die andere Richtung muss ich gucken. Genau deswegen darf ich mir doch, dass da noch wer kommt. Dropkick. Dropkick in dein Gesicht. Danke. Der Code für die Tür ist auch fürs Schließfach. Alles darin gehört dir. Ich weiß, dass ich mich nicht wirklich dafür refundieren kann, was du für mich getan hast. Sieh es als Geste. Ist hier noch eine weitere Nachricht? Proud of you, lady. Wish more zombies were as thoughtful as you. Überlegener Distanzeinschläger. Okay. Da liegt auch nochmal eine Nachricht. Ich werde gerufen. Ich hab's getan. Die Tür ist geschlossen. Ich fühle mich nicht gut. Mein Kopf dröhnt, aber der Biss tut nicht mehr weh.
gleich. Ach ja, nicht vergessen, das ist eine Frau. Wie fühlt sich das Delirium an? Ich sehe die ganze Zeit Mom und Dad vor mir. Mir in ausgestreckten Armen, verständnislos. Ich werde nicht mehr lange ich selbst sein. Ich könnte nicht damit leben, sie zu verletzen. Werden die Lichter heller? Ihnen liegen es gut, der Boden ist kalt. Ich wünschte, er würde sich auftun und mich verschlingen. Was ist für ein Krach da unten? Ruft mich, will mich nicht wirklich beängstigen, einladen. Vielleicht sollte ich auch da unten sein. Zwischen Trommeln immer wie viel lauter? Schön klingelt. Hoffe, jemand kommt. Bitte, komm, jemand. Bevor es passiert. Das Ende der Notiz sieht aus wie die Schreibübung von einem Kind. Als ob die Form der wiederholten Buchstaben wichtiger wäre als der Inhalt. Ja, wahrscheinlich konnte sie danach nichts anderes mehr drücken. Okay, aber damit sind wir hier unten noch nicht fertig. Wir holen uns noch den Sicherungskasten. Weil jetzt habe ich ja das, was ich brauche, um es zu öffnen. Vorher ging es leider nicht. Ach, du bist immun gegen so etwas, okay. Dann halt so. Egelentfernung. Oh, mein Rasereigewinn wurde damit erhöht. Ach, da haben wir unsere Patientin. Die hat hier gerade alles unter Strom gesetzt. Kann ich mir die Geldkassette ja auch gönnen. Wenn ich mal an den Kackschlüssel kommen. Ah, hab ihn. So. Ein Jagdgewehr. Hab dafür tatsächlich sogar noch den Platz. So, jetzt nehme ich den Sicherungskasten und dann kann ich hier weg. Dann nie wieder ein Grund hier runter zu kommen. Um Himmels Willen! Ich sehe doch die ganzen Drähte. Wer hat denn hier seinen Spaß gehabt? Den Schlagring verwerten, Karabiner mitnehmen, können nach Hause. So, jetzt müsste er ja instant was Neues dranhängen, ne? Welcome back. Nee, hier hängt nichts Neues mehr dran. Na gut, vielleicht kommt das ja erst mit den Nebenquesten. So oder so, verkaufe ich erstmal die Scheißwaffen, die ich gerade gesammelt habe. Aus der Axt. Könnte ich was Nützlicheres machen als meinen Hammer? Den würde ich aber verschrotten und nicht verkaufen. Das Jagdgewehr ist tatsächlich sehr, sehr stark. Und dabei hat es noch nicht mal irgendwas drauf. Das behalte ich auch. So. Zölle erst. Mal mit das hier anständig. Auf dem habe ich Verstümmeln. Da habe ich aber nur den Zweifach-Mod. Wir wissen bisher eigentlich, dass Elektrizität mit Abstand das Nützlichste ist. Ich glaube, ich lasse das sogar drauf. So, bei der Rezeption soll auf jeden Fall eins sein. Ja, das Scope sehe ich. Hey, Constant. Eschaton. Noun. Theological. The end of the world. Final event in the divine plan. From the Greek root, meaning
Okay. Guck mal direkt, wo das nächste ist. Im Silber und Stil im Hintergrundteil. In der Mall. Silver and Steel Backoffice. Da ist das zweite. Die anderen, es gibt noch zwei weitere, aber ich glaube, die habe ich schon eingesammelt. Einmal bei dem Store, wo die Dinger generell sind. Und bei dem Nachrichtenstudio, wo ich ja danach war. Also das habe ich definitiv auch schon eingesammelt. Da sehe ich auch schon dieses Steel-Ding. Na stimmt ja, ich brauche was anderes, um den auszuschalten. Abgesehen von den Feuerwehrleuten ist aber Elektrizität wirklich das Praktischste, was ich nehmen kann. Hui! Bumser! Silver Steel. Hier soll auch ein Scope sein. Da, ich seh's. Hi there, Constant. Newman. Noun. Plural. Numina. A spiritual force, divine power, or supernatural influence identified with, or presiding over, a place or natural phenomenon. From the Latin phrase for nod of the head, implying the exercise of divine abilities. Hätte ich gesehen, keine Sorge. Wollte nur erstmal die Nachrichten in aller Ruhe hören. Irgendein Alarm geht da los. Der meint, alles anzulocken. So, warte mal, Questen. Also wir werden eh nicht alles heute noch schaffen. Glaube ich, die Sammeltour ist innerhalb in drei Streams unterteilt. Mir auf zum Bean Cup. Wie gesagt, mit den anderen beiden bin ich mir 100% sicher, dass ich die Scopes schon eingesammelt habe. Hey fuckers! Better look around. Wo haben wir denn unsere Eslon-Freunde? Wait, that's Jimmy. Ich glaube, sie müssen ihn, mögen ihn nicht. Absolut nicht. Ich habe Sascha gefunden. Gehe wie immer mit sparsam mit meiner Munition um. Okay. Ich glaube nicht, dass der andere überlebt hat. Waren zwei Vollidioten. Okay, amigos, I'm here. What you got? And another. Hier drin? Hab den High Foot gegeben. Da drin ist ziemlich hot.
Nee, ich suche hier auf jeden Fall. Auto? Nee. Irgendwas, wofür ich wieder zu blind bin, ist zu sehen. Oben drauf. Oben drauf. Jimmy, du bist ein Haufen Scheiße. Großer Mann mit großer Klappe. Machst mit Begeisterung Pläne mit uns und beschwerst dich über Ruben. Ja, wenn ich das Sagen hätte, würde ich alles anders machen. Ich weiß, wo wir die Vorräte aufbewahren. Kinderspiel, den Alarm auszulösen. Und wenn es darum geht, das Ganze in die Tat umzusetzen, hast du nicht die Eier dafür. Tun dir diese Idioten wirklich leid? Willst du uns wirklich drohen? Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, der Montana, den wir kannten, war nur eine Rolle. Kannst du sie auch dann nicht ablegen, wenn die Kameras aus sind, was? Arschloch. Wir haben immer noch den Alarm aus, die Sacke sich. Komm zum Burger 66, wenn du ihn wieder haben willst. Burger 66? What the fuck, Jimmy? You knew what they were planning. You were in on it. Und Standbild. No, it was just talk. We didn't like how Ruben was running things. I don't have time for this. Is there a Burger 66 around here? Up the back stairs in the plaza area. It was part of the plan. I'm getting that pass. Someone's gotta tidy up your shit. Wo genau ist das? Da hinten. Hey, call my lawyer. Ich hab Zack gefunden. The one with the manager's pass is a zombie. Gotta lure it in. Sounds marginally better than dying here. And your law don't mean shit. Laws need to give up right now. It's a big plan. Do it. There's the pass. Got the pass and on my way back. The alarm's going off. I know. What? I've got the pass. I hope you found the pass. Gut gemacht, Jimmy. Einfach mal alles ignorieren. Sonst kommen wir nicht voran. Wenn ich mich um jeden Zombie kümmere. Wenn sie im Weg stehen, mache ich sie weg. Shit, that's loud. Faster, Carla. Zumindest sind sie abgelenkt. Ooh, this is gonna be fun. Sofort. Here you go. I'll turn up the alarm. You deal with those guys. Denk nach dem Plan. Einfach treten. Die fliegen wie Engel. Warum die?
Phew. All done. See you back at the hotel, okay? Think good. Great work, Ava. I'm just gonna tidy up a little. So, Jimmy, ich komme und danach so meinen Fuß in deinem Arsch. Ich werde so hart da reintreten, dass Tief eine neue Bedeutung bekommt. Could use a few more like you around here. We made it. No thanks to you and your little gang. I should have gone with them. Instead of trying to help these mooks. Then you'd be dead like those assholes. Don't you get it, you idiot? You did the right thing, stepping up to be the leader these people needed. Sticking with them when you could have bailed. You do get that, yeah? I should go get the food. We're gonna need it. Take Denise. Don't want to lose you now you're threatening to turn into a decent human being. And you still gotta keep everyone alive. Yeah. Yeah, I do. But hey, I'm Jimmy Montana. I got this. Thanks. Unerbittlichkeit. Okay, Crits machen Schadensboost. Die sollte ich eventuell gleich verkaufen. Ich brauche dringend Munition. Pistole der Unerbittlichkeit. Da bitte. Ansonsten ist jetzt hier jetzt gerade nichts. Wir haben drei Geldkassetten hier noch. Und auf jeden Fall noch eine Nebenquest und eine Suchmeldungsquest. Okay. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Halperen Hotel. Damit ich da jetzt die beiden Scopes einmal einsammle. Eventuell auch bei den Monarch Studios. Aber auf jeden Fall erstmal Halperen Hotel. Ich habe ja meine Liste. Ich weiß, wo ich suchen muss. So, hier irgendwo. Hier soll direkt ein Scope sein, da. Okay, Constant. What you got for me? Euthanasia. Noun. The painless killing of sick or injured patients, human or animal, suffering from incurable sickness or injury. Also known as mercy killing. From the Greek roots, meaning well or good, and death. Okay, ich gucke jetzt eben kurz wegen dem zweiten nochmal. Okay. Da, wo die Sachen kontrolliert werden. Auf einen der Tische. Das muss hier vorne sein. Hier soll direkt der zweite Scope irgendwo sein. Da, da ist er. Hi there, Constant. Caustic. Adjective. Capable of destroying, burning or eating away by chemical action. Also highly corrosively alkaline. Also, sarcastic, in a scathing or bitter way. From the Greek root, meaning to burn. Okay, damit hätten wir hier die Teile abgesammelt. Ich muss nie wieder hier hin. Ich könnte die Geldkassetten absammeln, aber ganz ehrlich, habe ich keine Lust zu. Vor allen Dingen, der Zombie dazu ist ja irgendwo.
So, dann als nächstes Monarch Studios. Da habe ich auch meine Liste. Wenn wir das abschließen, muss ich dann nie wieder hin. Das müsste der eine sein. So, hier müsste ein Scope rumliegen. Wenn ich es richtig gesehen okay, habe. Constant. Ja. Deluge Myth. Theological. A tale or myth in which a great flood destroys human civilization. Often sent by one or more deities in an act of divine retribution. Ich brauche in den Studios gar nicht nachgucken. Ich muss ja nur in diese Trailer gucken. Wir suchen auf jeden Fall noch von Jimmy Montana und von einer anderen. Ich glaube, wenn da kein Name dran steht, brauche ich gar nicht dran gucken. Sir Shepard. Ich glaube, Sarah Shepard war nicht da drunter, ne? Ne, Alesis Hernandez und von Jimmy suchen wir noch. Alesis und Jimmy. Das merke ich mir einfach. So, wessen Trailer haben wir da? Jimmys. Okay, hier ist auch ein Scope. Okay, Constant. What you got for me? Look what I found for you. Okay, die Montana-Methode. Redest du mit mir? Redest du mit mir? Redest du mit mir? Redest du mit mir? Redest du mit Bier? 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 Redest du mit Tier? Mr. Montana, wir wären dann soweit. Bin sofort da. Du bist Jimmy Montana, du hast es drauf. Okay, Jimmy. Du hast wahrscheinlich für eine Rolle geübt. Ja, und der letzte wird wahrscheinlich einer von denen sein. Und dafür muss ich auf jeden Fall mal da durch. Und dann darf ich den ganzen Weg nochmal zurücksprinten. Oder ich wechsle einfach zu der anderen Karte und wir nehmen dort die Schnellreise. Ach, guck mal, direkt gefunden. Wo ist es? Such was, bitte rausgehen. Danke, ich bin mich am Umziehen. Unhöflich. Da, ich sehe es. Hey, Constant. Cataclysmic pole shift hypothesis suggests that there have been geologically rapid shifts in the relative positions of the modern-day geographic locations of the poles and the axis of rotation of Earth, causing calamities such as floods and tectonic events. Ich glaube, ich nehme den schnelleren Weg und gehe einfach hier drüber zu dem einen Haus, dann kann ich auch eventuell wieder Muni kaufen. Geht auf jeden Fall schneller, als wenn ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurücksprinte. Aber hier die Scopes, die haben wir. Schön hier bin, hier gibt es doch auch eine Nebenquest. Das ist eine ganz komische Körperhaltung, Junge. Ah, gut, dass ich hier auch nochmal vorbeigucke. Dann können wir noch die letzte Mission von der einen Tusse abholen. Ich würde auf jeden Fall die letzten Scopes gerne noch heute einsammeln. Oder zumindest die letzten, wo ich jetzt nicht ins letzte Gebiet muss. Aus dem Weg. Die Frau ist ja auch noch mal eine Händlerin. Huh. It's quiet. Where is that mujer loca? Okay, ich sehe ein Kunstwerk, das wir in all seiner Güte gleich begutachten werden. Da madre! What the actual fuck is that? Sind das aus den Körperteilen gebastelt, die ich dir gebracht habe? Mädel. Well? How does it make you feel? Ugh.
nauseous. Yes, facing the truth of our own grotesque reality is a miraculous experience. But see, you are free. You are absolved. God, I wish I were you. Everything before today was the looking glass, but now you're finally in Wonderland. Immerse yourself, Alice. Let it enter every part of you. Just look at how the twilight glances across the delicate, glistening curves. Aha. Leute, ich verstehe nichts von Kunst, aber ich weiß, was mein Thumbnail wird für diese Folge. Ich weiß es jetzt schon. Ich musste nicht mal übrigens gerade irgendwas für diese Nebenquest machen, die ich jetzt hier noch hatte. Es hat ausgereicht, dass ich einfach hingegangen bin. Passt ja eigentlich. Kann ich bei dir jetzt auch noch Sachen kaufen? Ja, kann ich. Ich hätte gerne Munition, wenn du schon hier stehst. Ich kenne mich nicht mit Kunst aus. Sag ich, wie es ist. Ich weiß nicht, ob das gute Kunst ist oder nicht. Die Künstler unter euch, die sich mit Kunst auskennen, können mir ja mitteilen, ob das jetzt wirklich Kunst ist oder nicht. Ich verstehe von sowas nur Bahnhof. Und wir haben diese Machete bekommen. Mutalette. Okay, die hat zwei Sachen standardmäßig drauf. Mordlos und Ansteckung. Ansteckung kennen wir, das springt dann rüber. Okay, das Ding ist stark zum Gliedmaßen abtrennen. Ich mache auf jeden Fall Gefahr drauf. Wie viel Schaden hast du standardmäßig? Okay, Schädigung macht irgendwie überhaupt nichts. Den Gliedmaßenschaden nochmal erhöht. Habe ich ja einen richtig harten Verstümmler. Na gut, dann packe ich hier den Kaustik-Schaden drauf. Ich schrotte die Dinger jetzt einfach. Und dann mache ich hier. Ja, das Katana lasse ich so, wie es ist. Okay. Wie gesagt, mit Kunst kenne ich mich nicht aus. Aber ich habe wieder eine legendäre Waffe bekommen. Die ich direkt an dem Zombie da vorne mal austesten werde. Es hieß, Gliedmaßenschaden wäre echt heftig. Vor allem, wenn ich öfters treffe. Alter, das hakt dich ja mit jedem Hieb. Ist das auch bei einem Special-Zombie so? Mit dir kann ich es nicht austesten. Ich würde es gerne mit einem Special-Zombie gleich mal testen. Na gut, dann gehe ich jetzt aber nach Beverly Hills. Ich glaube, viele Nebenquesten haben wir nicht mehr. Ich gucke mal auf die Karte, was denn die sagt in Hinsicht auf Questen. Obwohl, wir haben bei Ocean Avenue noch eine Nebenquest plus drei Suchmittelsquesten. Obwohl ich gerade so ausspreche. Hollywood haben wir natürlich noch was vor uns. Das ist aber auch der letzte Bereich. Bel Air, die eine Quest, die wir jetzt gerade im Fokus haben. Und danach haben wir es eigentlich. Ich würde sagen, wir machen heute tatsächlich auf jeden Fall noch die Bel Air Quest. Suchen da die Scopes zusammen. Dann reise ich nach Ocean Avenue und gucke, ob sich da was geändert hat. Andy mit dem grünen Daumen. Ist hier eine Geldkassette oder warum wird mir halt gesagt? Entweder die oder die muss es dann sein. Na gut, an dir kann ich es eher weniger testen. Ich nehme direkt das hier.
Schlüssel des Landschaftsgärtners. Ach, das war der. Wenn ich den Schlüssel auch endlich mal. Erster Stock im Living Room, also im in dem Zimmer hier ungefähr. Bei dem Gemeinschaftsraum. Warte mal, erster Stockwerk, ich muss einen hoch. Irgendwo hier. Ja, auf der Etage. Und zwar innen, nicht draußen. Aua. Wusstet ihr übrigens, dass man beim Verbrennen nicht daran stirbt, dass das Feuer zu warm ist und man daran wirklich so verbrennt, sondern dass es daran liegt, dass man durch das Feuer keine Luft mehr bekommt. Man stirbt tatsächlich daran und nicht an dem Feuer. Ich sterbe daran, weil ihr währenddessen keine Luft mehr bekommt. Da habt ihr wieder was gelernt, wahrscheinlich. Living Room. Also hier. Oder sehe ich das falsch? Hier irgendwo muss der Scope sein. Wartet, ich guck noch mal auf die Seite. First Floor Living Room. Wir sind hier doch in Kurt Swansons Haus, oder? Ja. Erste Etage. Da bin ich ja. Wir suchen das Wohnzimmer. Es ist dann also ein Spielzimmer und kein Wohnzimmer. Zu doof zum Finden. Erster Stock. Das ist die Schaufel, die mich gerade umgebracht hat. Bleib einfach liegen. Ah, ein Maiwa, an dir kann ich was testen. Komm mal her. Okay, es ist effektiv gegen normale Zombies, aber irgendwie nicht gegen die Spezialzombies.
Schön, dass wir das geklärt haben. Was sieht dann als Living Room? Ach, hier ist der Scope. Yo, Constant. Okay, Constant. Procession of the Equinoxes. First identified by the Greek astronomer Hipparchus in 129 BCE. A cyclic wobbling in orientation of Earth's axis of rotation with a period of 25,772 years. Okay. Als nächstes holen wir das bei Emma John. Ihren Kaffeetisch. Da haben wir es ja auch. Okay, Constant. Constant. Okay, Constant, what's up? Ich glaube, den habe ich schon abgeholt. Ich kann mir ja nicht jedes einzelne davon merken. So, jetzt kann ich mir hier die Kiste endlich gönnen. Safe-Knacker. Danke für das Geld. Maschinenpistole des Vampirismus. Sie ist jetzt meine alte. 733. Nein, die ist scheiße. Obwohl, eventuell, wenn ich da das eine draufpacke. Der Weinkeller. Da. Yo, Constant. Okay, Constant. Viracocha. Also, Viracocha. Quechua proper noun. Theological. The great creator deity in the pre-Incan mythology of the Andes region of South America. Credited with making the sun, the moon, the stars, mankind, and a previous race of brainless giants that he destroyed in a flood. Also, the god of the sun and of storms. Also, the maker of time. Okay. Jetzt fehlt nur noch hier. Da. Hey, Constant. Oh, was zum Lesen. Bei der Untersuchung unseres eigenen modernen Genoms sowie der Genome älterer Entwicklungszweige der Menschheit, einschließlich Proben von Neandertalern und Denisova-Menschen, schließen wir auf eine erstaunliche Tatsache. Im Herzen der menschlichen DNA befindet sich eine Tickenduhr und diese Uhr läuft ab. Es ist wenig zielführend, an dieser Stelle die technischen Details darzulegen. Die holographische Natur der Telomere oder die Fortschritte in der KI-Mustererkennung, die diese Entdeckung möglich gemacht haben. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Uhr keine einzelne genetische Konstellation ist, die wir identifizieren können. Die verschiedenen Gensequenzen weisen kein verbindendes Element auf, welches die Identifikation erleichtern würde. Diese Uhr existiert auf einer Meta-Ebene. Sie ist ein schwaches Signal inmitten des Lärms, ein Wispern im Sturm. Drei wichtige Fakten bedürfen besonderer Beachtung. Warum ist diese Nachricht so endlos lang? Diese Uhr, also erstens, diese Uhr ist von fundamentaler Bedeutung für die Funktion des menschlichen Genoms. Wir können sie nicht gefahrlos entfernen. Das Ticken der Uhr folgt keinem präzisen Schema. Innerhalb mehrerer Jahrzehnte treten verschiedene Populationen auf. Drittens, Berechnungen legen nahe, dass die ersten Populationen dem Nullpunkt etwa um das Jahr 2160 erreichen werden, zu Beginn des Wassermann-Zeitalters, mit einer Fehlermarge von plus minus 12 Jahren. Wir müssen herausfinden, was dieser Nullpunkt der Uhr für die Menschheit bedeutet, bevor der Zustand die Weltbevölkerung auf natürlichem Weg erreicht. Okay, noch ein Protokoll von oben. Computersimulationen bestätigen, dass wir mithilfe unseres Retrovirusträgers HK1 den Nullpunktzustand in menschlichen Zellen fingieren können. Dieser Prozess ist eine Art Lotterie. Nur bei einem äußerst geringen Anteil der mit HK1 infizierten Zellen wird die DNS in der gewünschten Weise umgeschrieben. Wir sehen uns einer Herausforderung gegenüber, die kaum weniger anspruchsvoll ist, als Neutrinos zu fangen. Aus diesem Grund gehen wir nun zu Lebensstudien mit Freiwilligen über. Unter den Trillionen von Zellen in einem durchschnittlichen menschlichen Körper hoffen wir, mithilfe eines modifizierten Dialyseprozesses einige Gotteszellen zu finden. Wir haben eine Reihe dieser Dialysegeräte Blood Drives hergestellt und verfügen über 6 Freiwillige für die Prozedur.
Okay, das ist die Geschichte, wie diese vier zu diesen Numen wurden. Und wie dieser Scheiß überhaupt erst angefangen hat. Aber fehlt da nicht noch was? Sammlerstücke, Aufzeichnungen, Wahrheit. Bei allen fehlt noch was. Aber ich habe definitiv alle Scopes jetzt außer aus dem einen Gebiet eingesammelt. Wartet, ich gehe nochmal durch. Bel Air 4 haben wir auf jeden Fall jetzt alle 4 eingesammelt. Beim Hypo-Hotel waren 2. Es gibt insgesamt 25. Und die 2 habe ich eingesammelt. Bei Beverly Hills gab es 5. In dem Haus von Rex haben wir eingesammelt. Bei dem Haus mit dem blauen Teil mit bei Michaels Haus. Beim Schlafzimmer. In der Villa, die unter Renovierung steht. Im Wasser-Teil und auf dem zweiten Teil der Militärbase. Die haben wir alle 5 auf jeden Fall eingesammelt. Haben wir schon mal 11. Monarch Studios waren 3. Sind wir bei 14. Haben wir auch alle eingesammelt. Venice Beach müssen wir noch einsammeln. Ich erinnere mich. In der Ocean Avenue waren 4. Damit sind wir bei 18. Santa Monica haben wir auch 2 eingesammelt. Sind wir bei 20. Metro haben wir auch eingesammelt. Beim Hollywood Boulevard, okay, haben wir auf jeden Fall eingesammelt, war auf der Reaging Klinik im Hinterzimmer. Da waren wir drin. Dann fehlen nur die 3 beim Venice Beach. In Rodriguez Turm. Bei Venice Autos und bei Burger 66. Da sind noch 6 Dinger zu finden. Okay, ich würde jetzt hier raussprinten zu Emma Jones Haus. Und da würde ich dann für heute tatsächlich Schluss machen. Hier vor mir ist noch eine Geldkassette und hier hinter mir ist eine, aber ganz ehrlich, die interessieren mich beide nicht. Manchmal kann da was Interessantes drin sein, ja. Aber in 99% der Fälle ist es einfach nur eine Waffe. Die ich auch so herstellen kann und eigentlich meistens sofort verkaufe. Ich sprinte jetzt wirklich hier einfach nur durch. Ja, habt doch Spaß da hinten. Und würde bei Emma Jones Haus dann jetzt für heute Schluss machen. Wir sind ja jetzt fast drin. Ich will jetzt nur in der sicheren Zone stehen. Wir haben noch so 4 Questen vor uns. 3 Suchmeldungen und 2 Nebenquesten. Na gut, noch 3 Nebenquesten, wenn man die bei dem einem Teil noch mitrechnet. Also bei dem Boulevard-Teil, dem letzten Abteil, da gehen wir zu allerletzt hin, Leute. Wir müssen bei Venice Beach noch 3 Scopes einsammeln. Bei den anderen Bereichen sind wir alles fertig. Wir haben nur noch die Nebenquests, die wir oben rechts sehen, in der Kanalisation. Das wird mich tierisch aufregen, weiß ich jetzt schon. Danach müssen wir noch Suchmeldungsquests auf jeden Fall machen. Hoffentlich aktualisiert sich das nach den Seismodingern. Und wir müssen bei Venice Beach auf jeden Fall noch hier diese 3 Sachen einsammeln. Also ich kann es auch nochmal hier über die Karte zeigen. L.A. Ich fange da mal von oben ausgerechnet an. Beverly Hills. Die interessanten Orte rechne ich jetzt mal nicht mit. Das sind irgendwelche random Dinge. Es ist ja nicht mal irgendeine Nachricht, sondern wirklich random Dinger. Und die suche ich nicht alle ab. Da haben wir alle Questen erledigt. Auch hier beim Halbhorn Hotel alle Nebenquesten erledigt. Bei Bel Air, das ist das, wo wir jetzt gerade sind. Das ist die Quest, die ich gerade im Fokus habe. Da fehlt noch eine Quest. Dann bei den Monarch Studios sind wir fertig.
Und da haben, wie gesagt, die Scopes haben wir eh alle, außer beim Venice Beach. Das kommt noch. Bei der U-Bahn gab es nur die Story-Quest. Die Sicherung haben wir sowieso überall eingesetzt. Beim Pier sind wir fertig. Beim Venice Beach müssen wir, wie gesagt, nochmal hin. Ocean Avenue haben wir eine Nebenquest und drei Suchmeldungsquesten. In der Kanalisation werden wir den Scheiß machen müssen und das war's dann auch. Ich kann ja auch jetzt mal eben kurz einfach zu Ocean Avenue auch rüberporten. Vielleicht aktualisiert es sich ja. Wo war das Schnellreiseding hier? Da hinten. Dann porte ich mich jetzt einfach zu Ocean Avenue. Vielleicht aktualisiert sich da ja was. Ansonsten teleportiere ich mich einfach wieder zurück. Haben wir da neue Suchmeldungsdinger? Nö. Ich glaube, das wird wirklich erst nach dem Seismo-Ding sich aktualisieren. Oder hier ist irgendwo eine Nebenquest auf der Karte, die ich nicht sehe. Die, die mir da eingezeichnet wird, ist einfach nur die, die ich über die Schnellreise machen soll. Ich glaube, das ist auch eine Nebenquest. Die muss ich hier suchen. Wie die beim Pier. Geht's Jimmy eigentlich gut? Jimmy geht's gut. Ja, da haben wir ja noch was zu tun. Also, ich werde jetzt beim nächsten Mal zurückreisen. Ich sag hier jetzt einfach mal, dass für heute Schluss ist. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Ich denke mal, mit dem nächsten Stream werden wir eventuell abschließen. Wir werden ja auf jeden Fall zum Venice Beach gehen. Wir werden aber zuallererst beim nächsten Mal die Nebenquest machen, die wir noch haben in der Kanalisation. Das wird ein Heidenspaß. Kanalisation war das der größte Abfallhaufen, auf gut Deutsch. Da wollte ich eigentlich nie wieder hin. Auf jeden Fall, Leute. Für YouTube, also für die YouTube-Gemeinschaft später, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen, auf Twitch ein Follow da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es könnte sein, dass der nächste Stream oder der übernächste tatsächlich der letzte Dead Island Stream sein wird. Weil wir dann wahrscheinlich mit der Story fertig sein werden und auch mit dem ganzen Nebenkram. Weil wir haben ja jetzt wirklich fast alles erreicht. Von YouTube verabschiede ich mich, wie gesagt, an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.